Diese Bilder, sie sind nichts für schwache Nerven. Eine Tiefkühltruhe in der rumänischen Provinz auf dem Gelände eines staatlichen Tierheims. Inmitten gefrorener Hundekadaver ein kleiner Hund. Gerade noch so am Leben. Stunden zuvor war er einfach so hineingeworfen worden. Dieser Fall, er ist beispielhaft dafür, wie vielerorts in Rumänien mit dem Problem Straßenhunde umgegangen wird. Und inzwischen tobt auf den Straßen Rumäniens ein Krieg. Zwischen Tierschützern, Hundefängern, korrumpierten Behörden, empörten Bürgern und Politikern, die wegsehen wollen. Und mittendrin die Hunde. Einer der wenigen, der sich für die Tiere engagiert, Claudio Dumitriu. Er wurde selbst immer wieder Opfer von Angriffen einer sogenannten Hundefängermafia. Wir treffen ihn zum Interview in Hamburg. Er sagt, der Zustand heute ist das Resultat jahrzehntelangen Nichtstuns und Wegsehens seit dem politischen Umbruch in Rumänien 1989. Der rumänische Staat hat gar nichts getan in all diesen Jahren, um die Ernährung der Hunde zu kontrollieren, zu reduzieren. Das heißt Kastration, das heißt Registrierung der Hunde. Aufgrund des enormen öffentlichen Drucks tritt 2013 ein neues Gesetz in Kraft, in dem die Regierung hart durchgreift. Die streunenden Tiere sollen am besten sofort von der Straße und die gefangenen Hunde können bereits nach 14 Tagen getötet werden. Was jedoch viel fataler ist, es fließt jede Menge Geld. Private Firmas, obwohl das war illegal, nur Tierschutzorganisationen oder städtische Hundefängerdienste hätten das machen müssen. In Bukarest haben private Unternehmer das gemacht und eine riesige Summe für einen Hund, einen gefangenen Hund bekommen, fast 50 Euro bekommen. Allein in Bukarest hat der rumänische Staat in den vergangenen 2 Jahren für Kopfprämien und fragwürdige medizinische Behandlungen zwischen 8 und 13 Millionen Euro ausgegeben, sagt Dumitriu, der übrigens zweiter Vorsitzender des rumänischen Tierschutzbundes ist. Daraufhin hätten sich, so Dumitriu weiter, beinahe mafiöse Strukturen gebildet. Quasi über Nacht sprießen Hundefänger, Firmen und Tierarztpraxen aus dem Boden, vor allem in der rumänischen Hauptstadt. Das war der Fall von Bukarest. Dort hat man Millionen an Privatfirmen übergeben und es ist ganz klar, dass ein Teil des Geldes nachher in privaten Taschen zurückgekommen ist. Und die Tierheime? Die brechen unter der Last der Neuzugänge zusammen, die Zustände katastrophal. Claudio Dumitriu zeigt uns Aufnahmen aus einem illegal betriebenen Tierheim. Die Hunde auf engstem Raum, inmitten ihrer Exkremente und sogar ein offenbar seit Tagen totes Tier liegt einfach so auf dem Boden. Die Tierschützer alarmieren die Behörden, man verspricht sich der Sache anzunehmen. Das Resultat? Eine Woche später ist das Gebäude einfach weg und der Verbleib der Hunde unklar. Behörden und Gerichte, so Dumitriu, seien für ihn ohnehin die größte Enttäuschung. Gerade vor ein paar Tagen ist eine Klage des rumänischen Tierschutzbundes in letzter Instanz gescheitert, obwohl ausreichend Beweise existiert hätten, die das Quälen und Töten der Tiere umfänglich dokumentieren. Eigentlich, wir haben sehr, sehr viel Bildmaterial und Beweise genommen. Und sie sagen uns, dass die Täter gefragt wurden, habt ihr diese Hunde verhungert? Habt ihr diese Hunde? Auch der Tierarzt ist dabei, der die Hunde nicht behandelt hat. Und nach all diesen Mühe, das hat 2 Jahre gedauert, von Juli 2014, kommt jetzt der endgültige Resultat von einem Richter, der sagt, dass die Gegenbeweise von den Tätern genommen sind. Die wurden gefragt, ist es wahr, dass ihr all diesen Mist gemacht habt? Und die haben gesagt, nein, wir waren ganz korrekte Behörden und so. Und dann kommt der Richter und sagt, es tut uns leid, die haben nicht zugegeben, dass sie so etwas gemacht haben. Die Straßenhunde Rumäniens, sie scheinen jede Hilfe, jede Unterstützung zu brauchen. Inzwischen engagieren sich auch Prominente für sie, versuchen wie Hollywood-Star Steven Seagal, die Welt auf das Problem aufmerksam zu machen. So auch Maya von Hohenzollern. Sie kämpft, auch in der rumänischen Öffentlichkeit, für die Tiere. Doch solange sich mit dem Leid der Hunde Geld verdienen lässt, stehen die Chancen schlecht. Korruption, pure Tierquälerei, grobe Fehlplanung, überforderte Behörden. Das Leid des kleinen Hundes, der gerade so dem Tod in einer Tiefkühltruhe entronnen ist, es hat viele Ursachen. In Rumänien gibt es Gesetze, die das Leiden der Tiere verhindern könnten. Nur offensichtlich hält sich niemand daran. James.
Tschüss, tschüss, ich mag es, es gab die.